Johann Hunyadi 1408 bis 1456 oder des seltsam Kenzi Video, wir sehen den christlichen Glauben einges und in einem Winkel zusammengedrängt. Nachdem er den gesamten Erdkreis gehatte, ist er jetzt schon aus Asien UKA vertrieben und wird in Europa Ruhe gelassen. Groß ist das Reich. Tataren und Türken diesseits von Einhellespont, die Sarazenen bei der Erm besetzt halten, klein ist das Gai auf Erden den Namen Christi BZ und das ohnehin schon kleine CHR, Biet in Europa, von dem der SP Pius II. Hier sprach, drohte 1453 entzerstört zu werden. Aus dem Südol, gleich mit Riesenschritten die Türken, die Sultan Mehmed II., siehe. Seite 240, bereits DSO prachtvolle Konstantinopel schlichtweg hatten. Auf dem Weg zur ungarischen Grenze hatten die ebenfalls alles erobert, genauer gesagt, fast alles, denn Dung Belgrad konnten die Truppen des Sultans nicht erobern, die wurde von dem ungarischen Feldherrn Johann Huni teidigt. Belgrad, oder Nendorf-Ellefer, gehörte damals zur und lag daher in Hunyadis Zuständigkeitsbereich. Huni stammte zwar einer unbedeutenden Kleinadelsfamilie Walachei, die sich in Siebenbürgen angesiedelt hatte, der er eine beispiellose Karriere als Kriegsherr zurück. Er den Diensten verschiedener ungarischer Könige wie Sieg, siehe. Seite 216, der zugleich römisch-deutscher König und Kai Albrecht II. Von Habsburg oder auch Wladyslaw III. Der Züge, die er an der Seite seiner Herren durchführte, nutzte Hunyadi zudem gewissermaßen als Fortbildungsmafia in Italien beispielsweise, wohin er Sigismund begleitet Johann das moderne Kriegswesen kennen, das die wiegend aus Söldnern zusammensetzte. Richtig neu war dem Märtum zwar nicht, wie man an El zieht, siehe. Seite 78, dem Helden des Idem. Jahrhunderts, erkennen kann, aber erst im Laufe des späten Mittelalters Johannes von Capistrano setzte sich das Prinzip, ganze Heerscharen Johannes von Capistrano, 1386 bis 1456, war nicht mehr dem heimischen Adel zu entnehmen, zunächst Richter in Neapel und Perugia. Nach Men, sondern von auswärts einzukaufen, dem er in Gefangenschaft geraten war, endgültig durch. Ebenfalls in Sigismunds schied er sich gegen ein weltliches Leben und Diensten machte er sich mit der Kampftech wurde Franziskaner. Er war als Prediger tätig nick der böhmischen Hussiten vertraut, die und wirkte zudem als gefürchteter Inquisitor eine erfolgreiche Taktik entwickelt hatten, in seinen letzten Lebensjahren kämpfte er als inmitten der Feldschlacht errichteten sie Wanderprediger nördlich der Alpen gegen die eine Wagenburg als ruhendes Zentrum, die Hussiten und mobilisierte Menschenmassen sowohl für Fußtruppen als auch für Beritte gegen die türkene Angreifer. Geradezu ein unüberwindliches Hindernis darstellte. Derartige taktische und kriegstechnische Neuerungen baute Hunyadi in seine eigene Kriegführung ein und erwarb sich dadurch weit über die Grenzen Ungarns hinaus einen hervorragenden Ruf. Seine erfolgreiche Ämterlaufbahn gipfelte schließlich im Amt des Reichsverwesers von Ungarn, was nichts anderes bedeutete, als dass Hunyadi gleichsam als Vizekönig für den noch minderjährigen Ladislaus Postumus regierte. Doch auch nachdem der König mit 12 Jahren die Volljährigkeit erreicht hatte und Hunyadi seine königsgleiche Stellung an Ladislaus abtreten musste, behielt er eine herausragende Position in der ungarischen Machthierarchie, zumal Ladislaus auf Hunyadis Kriegskünste kaum verzichten konnte, Sultan Mehmed II. Hatte zum Großangriff geblasen und selbst Hunyadi war im